Herzlich willkommen, People, bei meinem neuen Podcast mit Network Marketing to the Moon. Letztes Mal haben wir so ziemlich Real Talk gesprochen. Ihr habt gehört, dass Network Marketing kein Wundermittel ist. Es hat auch nichts mit Glück zu tun. Und du tust sehr gut daran, die Zahlen in deinem Business zu verstehen, denn es sind die Spielregeln. Heute geht's ans Eingemachte, denn so wie ich das letzte Mal versprochen habe, will ich dir ein paar Tools und explizit eine Strategie an die Hand geben, die es dir ermöglichen wird, dass dein Business explodiert. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and liftoff. Als ich von dieser Methode gehört habe, war ich gerade im Gym und habe mein Workout ausgeführt. Nebenbei hörte ich Videos von Eric Worre. Und aus dem Nichts höre ich etwas von einem 90-Tage-Rennen. Was ist ein 90-Tage-Rennen? Ein 90-Tage-Rennen ist ein Versprechen, welches du dir selber abgibst. Es geht darum, dass du 90 Tage nutzt, um dein Business auf das nächste Level zu bringen. Wie gelingt dir das? Indem du kompromisslose Konzentration und Fokus an den Tag legst. Dein Business soll 90 Tage lang Prio 1 sein. Und wenn ich das so ernst sage, dann meine ich es auch so. Denn obwohl sehr viele mit den besten Intentionen in so ein 90-Tage-Rennen reinstarten, brechen 80% nach 2 Wochen schon ab. Heute will ich dir erklären, was es braucht, um ein 90-Tage-Rennen zu Ende zu führen. Aber vor allem will ich dir so nebenbei auch ein bisschen erzählen, wie sich unser erstes 90-Tage-Rennen angefühlt hat. Und dazu drehe ich die Zeit zurück und gehe zum 15. Februar 2021. Das war der Tag, wo wir unserem Team, zu diesem Zeitpunkt waren wir ca. 280 Partner in unserem Network, wo wir unserem Team kommuniziert haben, dass wir mit diesem 90-Tage-Rennen starten würden. Als ich dieses Vorhaben meinen nächsten Teampartner erklärt hatte und erzählt hatte, dachten sie natürlich, ich sei völlig verrückt. Denn wir waren schon sehr aktiv und sehr committed, aber jetzt fragte ich so quasi, dass sie nochmals einen drauflegen. Ihr könnt euch denken, wir haben nur Menschen in dieses Meeting reingelassen, die uns vorab ihr Versprechen gegeben haben, dass sie bereit sind, die nächsten 90 Tage mehr zu leisten. Von fast 300 Partnern kamen nur 60 in dieses Meeting. Natürlich waren wir am Anfang ein bisschen enttäuscht, denn wir dachten, es brennen alle so wie wir, es sind alle begeistert von der Idee, aber die Realität sieht anders aus. Wie ich dir das letzte Mal erklärt habe, dass Network Marketing das Business der Minderheit ist, das war für uns einfach wieder ein Beweis, dass es die wenigen sind, die bereit sind, extra zu geben, um extra zu bekommen. Ein 90-Tage-Rennen ist, wie schon mehrfach erwähnt, nichts Einfaches. Aber es ist auch nichts, was mit Raketenwissenschaft zu tun hat. Es ist simpel. Du musst dir einfach bewusst sein, dass es an die Substanz geht. Denn 90 Tage lang dein Business zu priorisieren, 90 Tage lang, falls du sehr wahrscheinlich noch ein Hauptberuf hast und dich entschieden hast, Network Marketing nebenbei zu betreiben, on top von deinem Hauptberuf 3, 4, 5 Stunden täglich zu leisten, das ist nicht einfach. Für all diejenigen hingegen, die bereits Fulltime sind in Network Marketing, sprechen wir von
15, 16, 17, 18 Stunden Arbeit pro Tag. Und glaubt mir, das macht man eine Woche, das macht man zwei Wochen, das macht man drei Wochen und langsam kickt dann die Müdigkeit ein. Aber was ist der Trick? Der Trick ist, so lange durchzuhalten, bis die ersten überdurchschnittlichen Resultate eintreffen. Und die sind nun mal verzögert. Wenn du mehr Energie und Zeit in dein Business investierst, das wirst du erst mit 3 bis 4 Wochen Verzögerung sehen, denn die Früchte, die kommen, nachdem du natürlich gesät hast, nachdem du dieser Pflanze auch die Zeit gegeben hast, damit sie wächst und du schon die ersten Ergebnisse davon ernten kannst. Jetzt nochmals, wir sind in diesem Meeting am 15. Februar und tatsächlich, das war das erste Mal, als ich das Wort Real Talk in Zusammenhang mit Network Marketing in den Mund genommen habe und es diesen Leuten in diesem Stil kommunizierte. Ich habe einleitend in diesem Meeting gesagt, wenn du nicht bereit bist, mehr zu geben als das, was du bis jetzt gegeben hast, dann empfehle ich dir, dieses Meeting zu verlassen. Wenn du das Gefühl hast, dass du im Network Marketing ein Millionär werden kannst mit 30 Minuten Einsatz pro Tag, dann wird das nicht funktionieren. Und ein 90-Tage-Rennen ist eine Art Schocktherapie. Sie zeigt dir, was wirklich nötig ist, um ein Level-Up zu machen. Und nicht ein Level-Up in deinem Karriereplan, sondern ein Level-Up im Leben. Denn wenn du bereit bist, diese 90 Tage auszuharren, wenn du bereit bist, dein Versprechen zu halten und 90 Tage lang Gas zu geben für dich und für die Leute, die du gerade aufbaust, ich kann dir versprechen, dein ganzes Leben wird sich zum nächsten Level befinden. Ob ein 90-Tage-Rennen Ergebnisse bringt, was für Ergebnisse bringt es? Am 15. Februar hatten wir 60 Personen in diesem Meeting. Das 90-Tage-Rennen ist effektiv am 1. März gestartet. Das heißt, wir haben 2 Wochen im Februar noch genutzt, um uns darauf vorzubereiten. Dazu komme ich gleich. 3 Monate später, nach diesen 90 Tagen, zählte unsere Organisation nicht mehr 60 Partner, sondern 4.200 Geschäftspartner. Hätten wir dieses 90-Tage-Rennen nicht gemacht, würde ich heute sehr wahrscheinlich diesen Podcast nicht aufnehmen. Denn wir haben es nicht nur bei einem Rennen belassen, sondern wir haben in der Zwischenzeit schon 4 90-Tage-Rennen gemacht, die immer unglaubliche Resultate abgeliefert haben. Jetzt kommen wir aber kurz dazu, was es braucht, um ein 90-Tage-Rennen zu starten. Die größte Arbeit, die machst du mit dir selbst. Denn wie ich vorher gesagt habe, wird kompletter Fokus verlangt. Du musst ein Versprechen mit dir eingehen. Du entscheidest, dass du das durchziehen wirst. Du wirst versuchen, alle Arten von Ablenkungen zu eliminieren. Und am besten verkaufst du deinen Fernseher und kündigst dein Netflix-Abo für die nächsten 3 Monate. Denn du wirst keine Zeit haben, um fernzuschauen. Das andere, was wichtig ist, ist, dass du alle Instrumente bei dir hast. Wenn ich am 1. März mit einer gewissen Intensität starten wollte, dann musste ich sicherstellen, dass ich während den letzten 2 Wochen von Februar eine gute Namensliste am Start habe. Eventuell habe ich schon angefangen, meine Kontakte aufzuwärmen, damit am 1. März bereits die ersten Gespräche geführt werden können. Und dazu nutze ich genau die Vorbereitungsphase, denn die Vorbereitungsphase dient dazu, dass man langsam mit der ganzen Organisation, mit dem ganzen Team ein Hype generiert. Und jetzt kommt der nächste Tipp. Es ist wichtig, dass ihr diesem Baby immer einen Namen gibt.
Ein 90-Tage-Rennen ohne Namen, ohne Motto ist kein 90-Tage-Rennen. Und deswegen hatten wir ein ganz bestimmtes Ziel beim ersten 90-Tage-Rennen. Wir haben uns anhand von ein paar Kalkulationen ausgerechnet, was wir hätten realistischerweise erreichen können nach diesen 3 Monaten. Ihr wisst es mittlerweile, ich komme aus der Welt der Informatik. Ich habe Microsoft Excel aufgemacht, eine Hochrechnung gemacht von den Monaten, so wie wir uns vervielfachen könnten. Ich wiederhole, wir hatten den ersten Monat mit 50 Partnern abgeschlossen, den zweiten mit 250, den dritten, also Ende Februar, waren wir 750, also eine Verdreifachung. Und dann haben wir einfach mal 3 gerechnet. Und wir waren überzeugt, dass wir dieses 90-Tage-Rennen mit 10.000 Partnern beenden würden. Die Geschichte ging leicht anders aus. Ich habe euch gesagt, 10.000 haben wir nicht erreicht, sondern 4.200. Aber hätten wir uns nicht dieses Ziel von 10.000 gesteckt, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht die 4.200 erreicht. Und somit hieß unser erstes 90-Tage-Rennen Project 10K außerhalb von unserer Organisation völlig bedeutungslos, aber inside, in unserem Kern, im Inner Circle, war die Mission eigentlich klar. Und somit haben wir auch auf Social Media sehr mit diesem 10K beworben und haben das Ganze so verinnerlicht gehabt, dass wir erst recht entschieden hatten, Gas zu geben und das Ganze durchzuziehen. Eine andere Sache, die sehr wichtig ist in einer Vorbereitungsphase, ist es, dein Umfeld zu informieren. Wir alle haben Familien, wir alle haben Kinder, wir alle haben Freunde, Eltern, die natürlich eine Beziehung mit uns führen. Und diese Beziehung will gepflegt werden. Ich empfehle euch, diese Menschen abzuholen, bevor ihr ein 90-Tage-Rennen startet. Sagt ihnen, hey, ich bin gerade dabei, eine intensive Phase meines Businesses anzugehen. Ich bitte dich, Verständnis dafür zu haben. Es dauert 3 Monate. Mach dir keine Sorgen. An unserer Beziehung ändert sich nichts. Ich werde immer für dich da sein. Ich glaube nicht, dass jemand, der wirklich uns schätzt, uns mag, uns liebt, etwas dagegen hat, dass wir uns gerade zum nächsten Level begehen. Und deswegen soll dieses Gespräch auch so ehrlich wie möglich geführt werden. An all diejenigen, die Kinder haben, wir haben mit der Zeit natürlich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt über diese 4 Rennen, die wir ausgeführt haben. Und es empfiehlt sich, eine 30+1 Strategie zu fahren. Das heißt, ihr gebt 30 Tage Vollgas und widmet dann einen Tag der Familie, wo ihr euer Handy zu Hause lässt. Ihr lässt eure Kinder entscheiden, was sie gerade mit Mama und Papa an diesem Tag machen können. Ihr lädt euch auf und zieht dann in die nächste Phase, wo wir wieder 30+1 machen werden. Und somit gehen dann 3 Monate zu Ende und die Familie hat trotzdem eine Belohnung von uns bekommen, wo sie 24 Stunden lang unsere vollste Aufmerksamkeit genießen können und gleichzeitig haben wir auch unsere Batterien aufgeladen. Nun sind wir ready für ein 90-Tage-Rennen. Wir haben entschieden, wir haben es uns versprochen, wir haben uns vorbereitet, indem wir alle Tools an die Hand genommen haben, zur Hand haben und wir haben unsere Familie informiert. Und jetzt geht es darum, keine Zeit zu verlieren. Deswegen bereiten wir schon in der Vorbereitungsphase unseren Kalender vor. Die ersten 2 Wochen eines 90-Tage-Rennens sollen gefüllt sein mit Terminen. Und das machen wir auch in der Vorbereitungsphase. Wir wollen erst gar nicht starten, ohne dass wir am ersten Tag des Rennens nicht schon den durchgeplanten Kalender haben. Also nutzt die ersten 2 Wochen bzw. die letzten 2 Wochen der Vorbereitungsphase, damit ihr einfach wisst, wie ihr eure Zeit effizient nutzt. Jede Minute zählt in einem 90-Tage-Rennen. Ich wiederhole, es macht keinen Sinn, morgens aufzustehen und erst dann den Tag zu planen, sondern ihr müsst konkret schon wissen, was ihr an diesem Tag
machen werdet, beziehungsweise welche Termine ihr habt und welche Menschen ihr treffen werdet. In so einem 90-Tage-Rennen wird sich euer ganzer Rhythmus völlig chaotisch verhalten. Weil teilweise vergisst du komplett, dass du schlafen musst, dass du essen musst. Ich weiß, ihr denkt, ich bin verrückt, aber ich wiederhole, ich habe mit meiner Organisation schon 4-mal so ein Rennen durchgeführt. Und für uns alle, und wenn ich von alle spreche, spreche ich von denen, die es durchgezogen haben, die committed sind und die heute unter den Bestverdienern meiner Organisation zählen, für alle war es das Gleiche. Denn wenn du in deinem Element bist, wenn du gerade für deine Zukunft arbeitest, wenn du merkst, dass jede investierte Minute dir gleich Resultate liefert, was soll ich sagen? Du wirst einfach spüren, dass jede Minute, die du in dein Business gibst, dich einfach auflädt. Sie gibt dir mehr Energie und deswegen bist du bereit, auch mehr zu geben. Ich erzähle euch eine kleine Story, die das verdeutlicht. Während des ersten Rennens hatten wir schon einige Manager aufgebaut in unserem Team. Und da kommt es oft vor, dass man bis 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens immer noch aktiv ist, auch in den Chats. Man kommuniziert miteinander, denn man ist dran, man arbeitet, man entwickelt sich. Und einfach um zu wissen, ob meine Leute noch wach sind, habe ich um 2.30 Uhr morgens eine Nachricht in diesem Chat geschickt. Von 20 Leuten, die in diesem Chat waren, haben 18 innerhalb von einer Minute geantwortet. Und von den anderen zwei habe ich erfahren, dass sie gerade dabei waren, einen neuen Businesspartner ins Business reinzuholen. Das soll euch ein bisschen darstellen, was es wirklich bedeutet, committed zu sein, was es wirklich bedeutet, die extra Meile zu gehen. Heute haben Menschen das Gefühl, dass sie in irgendeine Kryptowährung investieren können, dass sie in irgendein Glücksspiel investieren können, wo sie quasi ihr Geld nie wieder sehen und sie hoffen darauf, dass sich etwas daraus ergibt. Wir haben hier einen Weg gefunden, wo wir nicht mehr hoffen müssen, weil wir ein System haben, womit wir es geschehen lassen können. Und ich kann euch garantieren, die Gratifikation, die Belohnung, die man dafür bekommt, und ich spreche hier nicht von finanzieller Belohnung, sondern von Erfüllung, die man erspürt, wenn man für seine Ziele arbeitet, wenn man wirklich jede Minute investiert, um die eigenen Träume zu verwirklichen, hat keinen Preis und keinen Lohn. Das ist wirklich eine Art von Erfüllung und Selbstverwirklichung. Und ich wünsche es jedem, damit ihr das auf eurer eigenen Haut verspürt. Die Statistiken eines 90-Tage-Rennens, die sind eher traurig. Nach 2 Wochen hat 80% bereits aufgegeben. Aber was ist, wenn du zu den 20% gehörst? Was kannst du erreichen? Unsere Entwicklung in diesen 90-Tage-Rennen war einfach nur unglaublich. Beim ersten 90-Tage-Rennen sind wir von diesen 60 Partner, begeisterten Partnern in diesem Meeting auf einer Organisation von 4.200 Personen gewachsen. Wer gut zugehört hat, letztes Mal habe ich ja die Story unseres Sommers, unseres katastrophalen Sommers erzählt, wo wir natürlich wieder Partner verloren haben. Und als wir im Herbst dann ein weiteres Rennen gelauncht haben, sind wir von ca. 3.500 Partner auf 10.000 Partner angewachsen. Im zweiten Jahr haben wir wieder ein Rennen gestartet. Und dieses Rennen hatte es wirklich in sich, denn es hat uns bei so einer großen Organisation erneut ermöglicht, dass wir die Anzahl Partner verdreifacht haben. Und mittlerweile wisst ihr, ich führe eine Organisation von
1000 Menschen. Ihr könnt es euch also ausrechnen, dank diesen vier 90-Tage-Rennen, wir nennen sie zwischendurch auch mal Sprints, denn es ist wirklich ein Sprint mit Intensität und Kompromisslosigkeit. Dank diesen 94-Tage-Rennen haben wir eine 100.000-köpfige Community aufgebaut, die heute Network Marketing extrem professionell betreibt. Ein 90-Tage-Rennen ist auch eine Möglichkeit, deine Grenzen kennenzulernen, denn du wirst an deine Grenzen kommen, wenn du alles gibst. Du wirst Resistenz verspüren, weil du dir neue Dinge zutraust, weil du plötzlich mehr gibst, als du bis jetzt gegeben hast. Aber du wirst auch den Mut finden, um diese Grenzen zu durchbrechen, um neue Höhen zu erreichen. Und wenn es dir gelingt, dort anzukommen, dann wirst du auch verstehen, dass nichts unmöglich ist. Heute machen sich sehr viele Menschen selbst einen Strich durch die Rechnung, denn sie demoralisieren sich noch bevor sie starten. Sie reden sich ein, dass sie nicht fähig sind, dass sie nicht in der Lage sind, oder sie hören auf Menschen, die ihnen einreden, was sie sich wohl dabei gedacht haben, dass sie nicht fähig sind und dass sie nicht in der Lage sind, das durchzuziehen. Es braucht Mut, diesen Step zu machen. Es braucht Mut, um 90 Tage lang wirklich durchzuziehen. Aber die Belohnung ist einfach unglaublich. Wenn du dich also fragst, wenn du gerade in einer Plateausituation bist, und du dich fragst, wie du da rauskommen kannst, wie du einfach wieder diese Motivation, diese Intensität spürst, wie am Anfang, als du gestartet hast im Network Marketing oder wenn du eventuell ganz neu bist im Team oder bei einer Network Marketing Firma. Ein 90-Tage-Rennen ist tatsächlich der perfekte Start. Weil wenn du dich nicht professionell verhältst in einem 90-Tage-Rennen, dann wird es sowieso sehr schwierig sein. Somit, ich wiederhole, Network Marketing kann durch diese Schocktherapie 90-Tage-Rennen, 90 Days Run auf Englisch, super gelernt werden. Ihr werdet die Möglichkeit haben, eure Grenzen kennenzulernen und diese durchzubrechen. Aber vor allem werdet ihr auch die Möglichkeit haben, tolle Menschen kennenzulernen. Denn was denkt ihr? Diese Menschen, die mit uns Schulter an Schulter, Seite an Seite dieses Rennen werden, das sind meistens Menschen, die mit uns auf derselben Wellenlänge sind. Das sind Gleichgesinnte, das sind Menschen, wo sehr oft auch Freundschaften auf privater Ebene entstehen. Es gibt wirklich eine tolle Möglichkeit, das Team noch weiter zusammenzuspannen und es gibt jedem Leader die Möglichkeit, einen Filter zu legen und zu sehen, wer wirklich committed dieses 90-Tage-Rennen durchführt. Heute ist ein sehr spezieller Tag und die Aufnahme von diesem Podcast findet in einer sehr speziellen Woche statt. In 2 Tagen werde ich einen Flug in Richtung Paris nehmen, wo wir unsere jährliche Convention feiern werden. Wir sind dort als Community. Es werden über 3200 Menschen erwartet im Palais de Congrès in Paris. Und natürlich habe ich die Ehre, auch Mehrwert zu bieten an diesem Event mit einer Speech, die ich vor 3200 Menschen halten kann. Das ist mit Abstand die größte Menge an Menschen, die ich jemals vor mich hatte. Ich bin ehrlich mit euch, ich bin sehr aufgeregt. Nur schon beim darüber sprechen bekomme ich schweißige Hände. Aber ich kann euch garantieren, ich kann es kaum erwarten, um auf dieser Bühne zu stehen. Um diese Gesichter anzuschauen von den Leuten, die mit mir dieses Business aufgebaut haben, von den Leuten, die diese 94-Tage-Rennen mit mir durchgezogen haben. Denn es ist dank diesen Leuten, dass wir
heute dort stehen, wo wir stehen. Diese Menschen mit ihrer Zeit, mit ihrer Energie, mit ihrer Vision, mit ihrem Glauben, zusammen gepaart mit meiner Führung und meinem Leadership, haben dazu geführt, dass wir für unsere Firma die größte Convention, die jemals aufgestellt wurde, feiern werden. Wir haben Special Guests, auf die ich mich sehr freue. Wieso sage ich das euch? Das ist Teil des Pakets, welches ihr ernten könnt, wenn ihr bereit seid, an euer Business zu glauben, wenn ihr bereit seid zu verstehen, dass Network Marketing eine Form von Unternehmertum ist, die ganz normalen Menschen überdurchschnittliche Resultate geben kann. Aber vor allem werdet ihr verstehen, dass Network Marketing dann funktioniert, wenn du bereit bist, all in zu gehen. Ich kenne keine andere Form von All-In als ein 90-Tage-Rennen. Somit kann ich dir sagen, wenn du mehr über ein 90-Tage-Rennen erfahren möchtest, wenn du Tipps brauchst, wenn du irgendwas wissen willst, dann kontaktiere mich, trau dich, mir eine Nachricht zu schreiben. Ich bin hilfsbereit, ich kann dir gerne Tipps geben und dich bei der Organisation von diesem 90-Tage-Rennen unterstützen. An all diejenigen, die hingegen Teil von meiner Community sind und Teil meines Teams sind, macht euch keine Sorgen, denn wir haben für die nächsten Monate eine sehr spannende und interessante Phase vorbereitet, auf die ihr euch wirklich freuen könnt. Das nächste Mal würde ich gerne ein Recap von unserem Euro-Event in Paris machen. Ich werde mit euch Eindrücke teilen, ich werde euch erzählen, wie sich das Ganze angefühlt hat. Und damit werden wir dann auch das nächste Thema ansprechen, wie wichtig das Besuchen von Events im Network Marketing ist. Wir sind beim Ende meines Podcasts angekommen. Ich danke dir, dass du auch heute ein bisschen Zeit mit mir verbracht hast. Lass mir gerne ein Like, wenn es dir gefallen hat. Gib mir dein Feedback, auch deine konstruktive Kritik über die Kommentare. Subscribe meinen Channel, damit du keine Folge in Zukunft verpasst. Und ich wäre natürlich sehr froh, wenn du diesen Kanal auch mit Kollegen und Freunden teilst, wenn du denkst, dass es für sie ein Mehrwert sein könnte. Ich wünsche dir eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.